Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung darf ich Sie herzlich begrüßen zur vierten Ausgabe unserer Reihe Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit. Unser Thema heißt heute Drastik, was Übertreibung und das Krasse über unsere Gesellschaft sagen. Für diejenigen unter Ihnen, die heute zum ersten Mal hier sind, erlaube ich mir zunächst zwei Worte zum Konzept der Reihe. Inspiriert von Siegfried Krakauers Überlegung, dass sich der Geist einer Epoche am besten aus ihrer Oberflächenäußerung bestimmen lässt, haben wir uns vorgenommen, auf die Höhe zu steigen und von dort auf Pop- und massenkulturelle Phänomene zu blicken. Dabei dient uns das Alphabet als ein formaler Rahmen. Zum Auftakt der Reihe hörten wir Dietrich Dietrichsen zu Authentizität, Greta Wagner sprach über Burnout und im Februar diesen Jahres referierte die Internettheoretikerin Mercedes Bunz über das Phänomen Copy and Paste. Wenn wir uns also heute dem Drastischen zuwenden, dann reden wir über ein Bündel zum Teil sehr unterschiedlicher Gegenstände. Sucht man den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich Zombie- und Splatterfilme, Death Metal und Pornocomics bringen lassen, stößt man auf die Geste des extremen Hinsehens. Drastische Kunst betrachtet alles lustvoll, explizit, voyeuristisch, was die Gesellschaft eigentlich verdrängt und versteckt. In seinem Buch »Die salzweißen Tränen – 14 Briefe über Drastik und Deutlichkeit« schreibt der Journalist und Schriftsteller Dietmar Dart, dass Drastik auf diesen verqueren Weg an das Versprechen der Aufklärung erinnert, man könne den Dingen ins Auge sehen, wie sie sind, ist ihre erhebende Seite und die Quelle des ästhetischen und Genusses ihrer besseren Produkte. Um die Frage zu klären, was uns drastische Kunst über den Zustand unserer Gesellschaft erzählt, haben wir zwei ausgewiesene Drastikexperten eingeladen. Martin Saar, Professor für politische Theorie an der Universität Leipzig, er sitzt hier zu meiner direkten Linken, und Peter Siller, der Leiter der Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung. Martin Saar studierte Philosophie, Volkswirtschaftslehre und Psychologie an der FU Berlin und an der New School for Social Research in New York. Er lehrte unter anderem in Bremen, Hamburg und an der Humboldt-Universität in Berlin. Martin Saar vertrat zuletzt die Professur für politische Theorie und Philosophie am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, wo er 2004 auch promovierte und sich 2011 habilitiert hat. Seit dem 1. Mai 2014 ist er Professor für politische Theorie an der Universität Leipzig. Neben viel beachteten Monographien bei Suhrkamp erschien 2013 seine Habilitationsschrift »Die Immanenz der Macht – Politische Theorie nach Spinoza«, schreibt er regelmäßig für die Zeitung Polar. Zuletzt erschien dort sein Essay »Zu viel, Drastik und Affekt«. Peter Siller studierte Rechtswissenschaften und Philosophie in Heidelberg, war nach seinem zweiten juristischen Staatsexamen als Vorstandsreferent in der Grünen Bundestagsfraktion tätig und wechselte 2002 in den Planungsstab des Auswärtigen Amtes. Von 2005 bis 2008 leitete er zum ersten Mal die Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung. Dann hat er an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main gearbeitet als Geschäftsführer des Exzellenzclusters Formation of Normative Orders und im August 2012 kehrte er wieder in die Heinrich-Böll-Stiftung zurück und übernahm die Leitung der Abteilung Politische Bildung Inland. Peter Siller ist außerdem leitender Redakteur der Zeitschrift Polar, die halbjährlich im Campus Verlag erscheint und das Titelthema der letzten Ausgabe war »Die Kunst der Drastik«. Für die Vorbereitung und Organisation der Veranstaltung möchte ich mich ganz herzlich bei Anne Ulrich und Peter Siller bedanken, auch bei den Kolleginnen und Kollegen vom Tagungsbüro und unseren Technikern. Ein letztes noch, Sie sehen hier auf der Leinwand hinter mir einen Hochsitz und hinter diesem Hochsitz wird gleich im Zeitraffer ein Tag vergehen. Vom Sonnenaufgang bis zum Untergang werden genau anderthalb Stunden vergangen sein und so lange wird unser Gespräch hier auf der Bühne dauern.
Martin Saar macht jetzt den Anfang mit seinem Vortrag und danach hören wir Peter Siller mit einem Kommentar dazu. So, guten Abend. Vielen Dank, Stefan, für die Einführung. Es ist wie immer eine große Freude, in der Heinrich-Böll-Stiftung zu sein und zu sprechen und auch Ihnen etwas zu präsentieren bzw. Sie zur Diskussion mit mir und mit uns anzuregen zum Thema Drastik, was Übertreibung und das Krasse über unsere Gesellschaft sagen. Der Abend hat die Prämisse, die sich eigentlich im Titel und auch in der Position in dieser Reihe ausdrückt. Wir glauben in der Tat, dass mit dem Begriff Drastik, deswegen taucht er in dieser ABC-Reihe der Böll-Stiftung auf, etwas über unsere Zeit und über die mögliche Diagnostizierbarkeit unserer Zeit ausgesagt ist. Und das ist vielleicht das erstmal unwahrscheinlich Klingende, aber wenn wir irgendwas heute Abend schaffen wollen, dann Ihnen das näher zu bringen, dass da vielleicht was dran ist, dass an Drastik etwas gezeigt wird über nicht nur die Dinge, die Drastik zeigt, sondern auch über uns und über unsere Zeit und unsere Gesellschaft. Und ich hoffe, dass ich Ihnen das in einem kurzen Eingangsvortrag in der ersten Runde näher bringen kann. Peter Siller wird dann weiter darüber reden und dann reden wir hoffentlich alle darüber. Ich habe ein paar Bildbeispiele, die ich Ihnen ab und zu hier zeige, auf den Leinwänden. Ein paar Dinge werde ich nur sehr kurz im Vorbeigehen Ihnen zeigen. Viele Dinge sind auch vielleicht gar nicht so verträglich und manche will man auch vielleicht gar nicht sehen. Und damit sind wir schon beim Thema. Drastik ist etwas, was gezeigt wird, was drastisch ist, wirkmächtig, besonders deutlich. Und das Drastische ist etwas, was gezeigt wird, um als drastisches, deutliches, manchmal überdeutliches gezeigt zu werden. Deswegen sind drastische Dinge unangenehm, manchmal schmerzhaft, manchmal verletzend. Bestimmte Dinge, die wir sehen, sind uns zu viel, zu deutlich, zu krass, zu drastisch. Und es ist, glaube ich, richtig zu sagen, unsere Gesellschaft heute hier, unsere Zeit, liebt und ist fasziniert von drastischen Darstellungen, das heißt deutlichen oder überdeutlichen Darstellungen. Und dieses erste Bild hier soll Sie nur daran erinnern, dass das vielleicht gar nichts so ganz Besonderes für unsere Zeit ist, ein Bild aus dem frühen 17. Jahrhundert. Aber trotzdem könnte es richtig sein, dass unsere derzeitig mediatisierten, hochmediatisierten, skandalisierbaren Gesellschaften immer wieder Darstellungen hervorbringen, die an die Grenzen dessen gehen, was man zeigen kann und was man sehen will. Und nichts anderes bezeichnet erstmal wahrscheinlich ganz allgemein der Begriff der Drastik. Interessanterweise sind die drastischen Bilder, Darstellungen oder Illustrationen nie ganz fiktiv, sondern alle von ihnen verweisen auf etwas, was wir wiedererkennen, vielleicht sogar als real wiedererkennen. Das heißt, hier die Enthauptung durch Judith ist natürlich eine Geschichte, die auch im 17. Jahrhundert jeder wiedererkennt als eine biblische Geschichte. In dem gewissen Sinn ist sie natürlich damit wahr oder reell oder sie hat einen Bezug. Aber es ist natürlich klar, dass diese Darstellung selber eine Fiktion ist, etwas Irreales. Aber es zeigt etwas auf drastische Weise. Und es scheint mir und uns richtig, und auch das schon erwähnte Polarheft hat ja viele verschiedene Beiträge zu diesem Thema, dass aus irgendwelchen Gründen, sagen wir mal in den letzten 10 Jahren, unsere populäre Kultur, unsere Alltagskultur überschwemmt ist mit Formen von Darstellungen oder Illustrationen oder auch Bezugnahmen, die irgendwie mit diesem Begriff der Drastik zu fassen sind oder unter ihnen zu fassen sind, obwohl es wahrscheinlich enorm heterogene Phänomene sind. Und Stefan hat darauf eben schon hingewiesen. Es könnte sein, dass die drastische Form, die drastische Darstellung, das drastische Bild tatsächlich ein Sammelbegriff ist oder ein Umbrella-Term, unter dem sehr viele Dinge fallen, die aber trotzdem dieses eine teilen, dass sie uns berühren und manchmal sogar anstechen, anpieksen, weil die Bilder, die gezeigt werden, tatsächlich eine Wirkkraft haben und vielleicht auch eine psychische, affektive Kraft, denen man sich kaum entziehen kann. Und ich glaube, Sie kennen alle diese Phänomene, entweder aus dem Zeitungenlesen, manchmal eher sogar aus dem Reportagen, Zeitschriften lesen. Viele
Medienorgane spielen mit diesem Effekt, aber Sie kennen es sicher auch aus dem Kino, aus der Literatur und natürlich aus diesem großen Sammelsurium aller möglichen Bilder, zu denen auch die krassen gehören, nämlich dem Internet. In diesem Sinn ist, und das ist die erste These und glaube ich die Prämisse des Abends, Drastik zeitgenössisch und sagt etwas über unsere Zeit, unsere gesellschaftliche Lage und über unsere Art und Weise mit Bildern, Darstellungen und mit allen möglichen Phänomenen umzugehen, die wir manchmal entweder drastisch zeigen oder drastisch gezeigt bekommen, ob wir es wollen oder nicht. Und auch das ist wahrscheinlich eines der wichtigsten und auch schwierigsten Themen, dass die drastischen Darstellungen uns in einem gewissen Sinn überfallen aus den Quellen, in denen sie vorkommen. Und man kann sich ihnen schwer entziehen. Und Sie alle kennen wahrscheinlich auch vom Internetsurfen, vielleicht als dem von der paradigmatischen Szene, dieses Gefühl, Dinge zu sehen, von denen man im selben Moment wünscht, man hätte sie nicht gesehen. Und man kann es leider, zumindest wenn man nicht sehr starke Nerven hat, auch nicht ungeschehen machen. Und auch das scheint dazu zu gehören, eine gewisse Gewaltsamkeit dieser Bilder selber, die zusammenhängt mit der Art von Gewalt oder Gewaltsamkeit, die die Bilder selber sehen. Und das hängt damit zusammen, dass die drastischen Bilder fast alle rühren an Tabus, Grenzen, Schamgrenzen und Grenzen des Schicklichen, Grenzen dessen, was wir tolerieren können und was wir als tolerierbar sehen und gezeigt bekommen wollen. Und ich würde Ihnen gerne das an drei Phänomenbereichen, die tatsächlich gar nicht so gut zusammenhängen, aber irgendwie alle Fälle von Drastik sind, kurz illustrieren. Und das eine bezieht sich tatsächlich eher auf die Populärkultur und auch hier nur ein bestimmter Bereich, der immer damit spielt. Das zweite bezieht sich eher auf die offizielle Kunst und ästhetische Produktion und der letzte Bereich bezieht sich auf die tatsächlichen Realien, die ja in einem gewissen Sinn auch oft genug drastik sind. Und hier ist die Rolle der Fotografie in der Reportage und im Journalismus mein Beispiel. Und das führt mich dann zu einem letzten Punkt, der nämlich auch im Prinzip in die These mündet, dass es vielleicht gut ist, dass wir die Drastik haben und dass wir die Drastik manchmal gut brauchen, gut benutzen können, wenn man sie auf eine bestimmte Weise gebraucht. Und auch darüber werden wir auf jeden Fall noch diskutieren. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns gar nicht so einig werden, ob wir bestimmen können, wo die Grenzen sinnvoller oder auch absolut missbräuchlicher Drastik liegen. Ganz kurz ein zweites Bild, das nochmal zeigt, dass etwas Reales zeigen in bestimmten Zeiten natürlich zu viel sein kann, weil in dieser Zeit, das Bild ist von Rembrandt, das heißt, wir reden wieder über das 17. Jahrhundert, wollte niemand dieses Gehirn so sehen. Und inzwischen sehen wir es natürlich noch deutlicher. Sie haben es hier auf unserem Titelblatt. Aber jetzt zu den eher vielleicht harmloseren, aber auch einschlägigeren Fällen. Weite Bereiche der Populärkultur, die Comics, die Splatterfilme, Hollywood in einem bestimmten Segment, bestimmte Underground-Musikphänomene, der Heavy Metal ist für Peter und mich immer das wichtigste Beispiel hier, spielen damit nicht. Natürlich mit der Drastik, und zwar die ganze Zeit. Und Sie kennen alle diese Bilder. Tod und Teufel, umgedrehte Kreuze, Kreuzigungen, Folterszenen, Gewalt, Gewaltexzesse, fliegende Köpfe, abgetrennte Glieder, manchmal sogar sexualisierte oder sexuelle Gewalt in einem quasi ästhetisierten Rahmen. Sie alle kennen diese seltsam ironisierten Formen der Gewalt. Tarantino hat damit die letzten Skandale wahrscheinlich in der offiziellen Hollywood-Kultur ausgelöst. David Lynch hat es früher gemacht. Und man könnte sagen, diese Phänomene haben zugenommen. Diese Art von ästhetisierter, drastischer, krasser Bildsprache gab es immer schon. Sie war aber relativ lange ein kleines Segment der Underground-Filme, die übrigens eine Zeit lang Midnight-Movies hießen, weil man sie nur in der Mitternachtszeit zeigen durfte. Das heißt, die offiziellen Zensurgrenzen waren so hoch, dass dieses Phänomen selber marginalisiert wurde. Und irgendwann im Laufe wahrscheinlich der mittleren 80er Jahre drang diese ganze Kultur der Darstellung drastischer Phänomene, Gewalt, in gewissem Sinn auch okkulte Phänomene, okkulte Darstellungen, gewisse Art von sozusagen neuer Toleranz gegenüber auch der Grenze zu den pornografischen Darstellungen, ganz stark in die offizielle Populärkultur. Und man könnte sagen, inzwischen ist sie dort vollkommen angekommen. Und man könnte jetzt fragen, was bedeutet das, dass eine Kultur selber sich in der offiziellen Kultur oder Populärkultur über sich verständigt in krassen Formen,
zu brutalen oder überbrutalen, überdeutlichen Darstellungen. Und es ist sehr, sehr schwer zu erläutern. Wir alle wissen, dass es jüngere Leute eher reizt als andere. Das heißt, hier geht es offensichtlich auch um Rebellion, auch um Aufbegehren, auch um das Austesten von Grenzen. Aber es geht ganz klar auch um das Verhandeln von Geschmacksgrenzen und den Grenzen des Schicklichen. Und aus irgendwelchen Gründen scheint die drastische Darstellung zurzeit für diese Kulturform das Hauptmedium zu sein, solche Kämpfe zu führen. Das heißt Verhandlungskämpfe an der Grenze des Schicklichen, des Möglichen, des Zeigbaren und des Tolerierbaren. Und es scheint so zu sein, obwohl dahinter auch natürlich enorme wirtschaftliche Kräfte, eine ganze Musikindustrie, eine ganze T-Shirt-Industrie, aber natürlich auch eine ganze DVD-Industrie hängen, dass es hier tatsächlich um Konflikte, Aushandlungen und Formen der kontroversen Ausexperimentierung von Grenzen des Sichtbaren, des Sagbaren und des Zeigbaren geht. Und die erste These ist ganz einfach, diese Darstellungen sind inzwischen überall. Ich zeige Ihnen ganz kurz ein paar Bilder eher aus dieser Form von Musikkultur, Masken, Gewalt. Damals ein Riesenskandal, später 80er. Okkultismus. Und diese Dinge sind schon fast cute inzwischen, weil die sind schon fast alt. Und Sie alle kennen wahrscheinlich die härteren Varianten. Und Sie sehen sie übrigens auch jeden Abend auf RTL und auf ProSieben. Ein zweiter Kontext. Die offizielle, offizialisierte und auf dem großen Kunstmarkt gehandelte Kunst war immer schon provokant, provozierend und hat Grenzen des Sagbaren und des Schicklichen verschoben. Der Mythos vom unanständigen oder schamlosen Künstler ist sprichwörtlich. Und tatsächlich waren alle großen avantgardistischen ästhetischen Projekte immer auch mit der Verschiebung der Grenze dessen, was hier als erträglich und als zeigbar verhandelt wurde, verbunden. Aber auch hier gibt es wahrscheinlich, vielleicht beginnend mit einigen Phänomenen in den späten 60er Jahren, aber seit den 70er, 80er und verstärkt 90er Jahren, die Tendenz tatsächlich skandalträchtige, in sich provokante Darstellungen und Illustrationen ins Spiel zu bringen. Und das scheint tatsächlich in den letzten Jahren seinen Höhepunkt erreicht zu haben, dieser Prozess. Und man könnte tatsächlich sagen, dass auch hier die Kunst selber zum Teil, zumindest in einem bestimmten Segment, immer wieder an diese Grenze des Erträglichen, des Darstellbaren geht. Und auch das hängt zusammen mit Bildern von Gewalt, manchmal mit Darstellungen, die sozusagen an die Intimitäts- und Schamgrenzen rühren, manchmal in der Darstellung auch von sozusagen geschlechterbezogenen Körperlichkeitsnormen. Und immer wieder hängt das auch zusammen mit der Darstellung von Kriegs- und Versehrungsbildern. Und auch hier werden bestimmte Grenzen, die offensichtlich lange Zeit gegolten haben, in einem gewissen Sinn auch den ästhetischen Bereich immunisiert haben gegen bestimmte andere Bereiche, in denen diese Grenzen überschritten wurden, geöffnet zu werden. Und auch das scheint etwas Besonderes, eine Signatur der Zeit, in der wir leben und der künstlerischen und ästhetischen Produktionen, die wir kennen und die wir erleben, zu sein. Und auch hier zeige ich Ihnen ganz kurz, und das wird auch schnell gehen, und Sie brauchen nirgends zu verweilen, einige Beispiele. Dinos und Jake Chapman, britisches Künstler-Brüderpaar, das mit so kleinen Installationen im Lego- oder Playmobil-Maßstab Grausamkeitsszenen abgebildet hat. Dann oft, das sind nochmal die beiden, verbunden natürlich mit der Art von einerseits sexualisierten, andererseits politischen Tabus, die tatsächlich lange Zeit nicht zeigbar waren, auch nicht im Kunstkontext. Dann aber auch, Stichwort Erster Weltkrieg, Kader Atyan, französischer Künstler, der auf der letzten Documenta relativ prominent zu sehen war, schneidet zusammen Plastiken aus der afrikanischen Kunst mit reparierten Gesichtern aus dem Ersten Weltkrieg, ein Archiv von reparierten, versehrten Gesichtern. Und dann Thomas Hirschhorn, vielleicht zurzeit einer der
skandalträchtigsten, provokationsstärksten Künstler aus der Schweiz, der immer wieder versucht, Abbildungen direkt aus dem journalistischen, aus der journalistischen Sphäre einzuspeisen in dokumentarische, quasi-dokumentarische Kunstprojekte, was natürlich dazu führt, dass einzelne Elemente dieser Kunstwerke uns direkt anspringen und uns entgegenkommen aus der Tagespresse. Und Sie haben eben hier ganz kurz nur gesehen, welche Art von Bilder historisch, aber natürlich auch zeitgenössisch dann plötzlich hier zirkulieren. Daher nochmal die Beobachtung. Diese Praktiken oder diese Formen nehmen zu. Sie nehmen zu in einer eher unernsten Weise, oft enorm ironisiert und im Rahmen von Genregrenzen. Keiner nimmt Teufelsfratzen oder zerfetzte Körper im Rahmen der Heavy-Metal-Kultur in irgendeinem Sinn ernst. Trotzdem werden genau diese Bilder, genau diese Codes und genau diese Bildsprachen mit großem Ernst weiterverfolgt. Und es gibt riesige Industrien, die genau diese Bilder produzieren nach bestimmten Vorgaben. Und tatsächlich ist das Berühren der Grenzen dessen, was hier gesehen werden soll, gezeigt werden kann und erträglich sein soll, immer wieder aufs Neue bestritten oder zumindest bearbeitet. Und das findet statt in Bereichen, die wir klarerweise als unernst, ästhetisch, ironisch oder genregebunden bezeichnen würden und die deswegen uns vielleicht gar nicht so direkt angehen. Die künstlerischen Phänomene hier gehen einen Schritt weiter, weil sie darauf beharren und ja auch es deutlich ausstellen, dass das, was sie hier einbinden und herschauen, und ich glaube, Sie sehen es auch in dieser Art von Darstellung gut genug, natürlich damit spielt, dass wir alle wissen, dass die Bilder, die er zeigt, nicht von ihm selber hergestellt sind, sondern dass sie selber real sind. Das heißt, dort werden konfrontiert Grenzen des Sehbaren, Tolerierbaren, gerne Gesehenen und unerträglich Gesehenen und tatsächlich Formen der Inszenierung und Einbindung dieser Bilder, die uns tatsächlich angehen. Und das sind Ausstellungen, und Sie kennen wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen aus der eigenen Museumsgänger- und Gängerinnen-Erfahrung, die niemanden kalt lassen. Und oft genug sind das Räume, durch die wir ziemlich schnell durchgehen, weil wir genau das vielleicht in dem Moment auch gar nicht sehen wollen. Und es gibt auf jeden Fall, und das ist hier nur die Beobachtung, zurzeit eine erhöhte Intensität solcher Formen von Kunstproduktion, die in diesem Sinn tatsächlich drastisch agiert, drastisch ausagiert. Und auch das, und das ist erstmal alles, was wir hier, glaube ich, heute sagen, ist kein Zufall. Unsere Gesellschaft hat einerseits eine Faszination für diese Art von Darstellungen, das heißt, sie produziert sie die ganze Zeit freiwillig, fast im Übermaß, zum Beispiel in diesen sub- und popkulturellen Phänomenen. Sie traktiert sie allerdings auch in diesen ernst gemeinteren und oft genug auch im Falle von Hirschhorn ist das ganz klar, auch politisch gemeinten, politisch intendierten Projekten. Das heißt, dort soll gezeigt werden, dass bestimmte Dinge, die wir zu sehen bekommen, eigentlich eine Grenze überschreiten und damit einen Bereich andeuten, den wir gar nicht sehen wollen, den wir gar nicht ertragen wollen, der uns aber trotzdem nahegebracht werden soll. Und auch hier ist wieder dieses Moment, erinnern Sie sich an das erste Bild von Genteleschi, von Gewaltsamkeit im Spiel, nämlich die Gewaltsamkeit dessen, was die Bilder zeigen, aber auch die Gewaltsamkeit, die die Bilder selber haben, uns gegenüber, weil sie uns natürlich in einem gewissen Sinn überwältigen. Und niemand steht vor diesen Bildern, zumindest niemand, der scharf genug sieht und kann dabei kalt bleiben. Und in diesem Sinn ist diese Kunst drastisch, agiert sie drastisch, weil sie Drastisches zeigt, aber auch weil sie uns gegenüber drastisch und an die Grenzen gehend und oft genug schmerzvoll und verletzend sein kann. Der dritte Kontext, vielleicht der unkontroverseste, aber einer, in dem das Wort Drastik manchmal gar nicht so richtig anwendbar ist. Was machen denn die Leute, die aus diesen Gebieten selber direkt berichten und die Bilder produzieren über genau diese politischen, sozialen Ereignisse, die Menschenrechtsverletzungen dokumentieren und sie versuchen in den westlichen Medien mit all ihrer schwierigen Aufmerksamkeitsökonomie zu platzieren. Auch dort wird natürlich drastisch agiert.
Und die preisgekrönten Fotos, die wir kennen, die tatsächlich auf bestimmte Dinge hingewiesen haben, und Sie alle kennen bestimmte Fotos, alle von Ihnen kennen sie aus dem Vietnamkrieg, manche Bilder sind zu Ikonen der dokumentarischen Reportage geworden und haben tatsächlich bestimmte Ereignisse, die ja real sind, auf eine bestimmte Art ins Gedächtnis von ganzen Generationen gebrannt, wie es wahrscheinlich kein Bericht, kein Film, kein Roman je tun könnte. Das heißt, im Rahmen solcher Praktiken ist die Drastik selber ein Mittel, ein Instrument, ein Medium, um bestimmte jetzt direkt journalistische oder direkt politische Effekte zu erzielen. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass gerade in den letzten 10 Jahren bestimmte berühmte Fotografinnen und Fotografen genau dafür berühmt geworden sind, prominent geworden sind und fast zu einem Art von heroischen Status gelangt sind, die genau diese Kunst der drastischen Zuspitzung über bestimmte Bilder, die denen das gelungen ist, das zu tun für bestimmte Ereignisse. Und dort ist jetzt, und das ist der Unterschied, glaube ich, zu den beiden Kontexten davor, die Frage, spielt hier jemand nur mit Grenzen oder sind das unernste, vielleicht sogar ironische, vielleicht sogar nur subversive Praktiken in Bezug auf irgendwelche Spieße unangebracht? Weil diese Fotografie ist in der Tat Fotografie, Reportage von, Bericht von Realem. Aber auch dort spielt Drastik eine enorm große Rolle, und zwar jetzt eher psychologisch, das heißt in der Art und Weise, wie bestimmte Darstellungen wirken können und wie sie dann tatsächlich im Kontext von journalistischen oder politischen Projekten zum Einsatz kommen. Und ich zeige Ihnen auch das jetzt wirklich nur ganz, ganz kurz 3 Beispiele, die das vielleicht noch mal kurz zeigen. Und dieses erste, nächste Bild von den amerikanischen Lynchmorden aus den 20er Jahren werden Sie nur eine kurze Sekunde lang sehen. Das ist ein Foto von Anja Niedrighaus, die vor ziemlich genau 5 Wochen ihr Leben gelassen hat, unter anderem in Ausübung ihres Jobs in Afghanistan, Selbstmordattentäter in Pakistan. Ulrike Janssen, Bild aus Bangladesch, da geht es um die Säureopfer. Und das ist ein berühmtes Bild von 69 aus Biafra von McCullen. Und dann haben wir es auch schon. Zumindest was die Bilder angeht. Sie haben gesehen, was Sie sehen sollten. Ein Zusammenhang von Formen drastischen Zeigens, die alle, und Sie alle haben die Gefühle wahrscheinlich jetzt auch bei einzelnen Dingen mehr, bei anderen weniger erlebt, die Grenzen berühren, die irgendwie auch Grenzen der Scham und des Erträglichen und der Erträglichkeit irgendwie zum Teil touchieren. Sie haben ernste und unernste Beispiele gesehen. Sie haben welche gesehen, die klarerweise eher im Rahmen von eher trashigen subkulturellen Codes funktionieren, mit denen man aber vielleicht niemanden mehr erschrecken kann. Das ist ungefähr so, wie wenn Ihre Kinder mit einer Halloween-Maske und einer Teufelsmaske morgens ins Bad kommen. Und das funktioniert bei 5-Jährigen vielleicht noch, aber noch nicht mal mehr bei 6-Jährigen. Dann haben Sie gesehen, ernsthaftere Projekte, die damit spielen, ob das, was Sie zeigen, real, nicht real ist, die trotzdem es einbinden in Projekte, in denen hingewiesen wird auf Erträglichkeiten und Unerträglichkeiten. Dann haben Sie gesehen, direkte, politische, wahrhafte, ernsthaft politische Projekte, in denen berichtet wird von realen Unerträglichkeiten. Die 3 Dinge passen nicht ganz so gut zusammen. Die ästhetischen, die eher trashigen, subkulturellen und die reportagehaften. Aber sie sind zusammengebunden, sie scheinen zusammengebunden zu sein durch diesen einen Punkt, dass sie diese Grenze berühren, dass sie Verletzungen einerseits zeigen, andererseits ausagieren, dass sie gewalttätige Bilder produzieren und sind und dass sie offensichtlich, und das sind, glaube ich, alles 3 ziemlich produktive Bereiche, gerade zur Zeit besonders intensiv und produktiv sind. Und das würde heißen, unsere Gesellschaft, die eine Bildergesellschaft ist, eine mediatisierte Gesellschaft, produziert die ganze Zeit auch Bilder diesen Typus, aber in verschiedenen Bereichen.
einerseits in den Massenmedien, andererseits in der Populärkultur, dann in der hohen Kultur, aber auch in den politischen Bereichen. Und es könnte sein, dass diese Dinge sich gegenseitig ein bisschen infizieren. Wer viele vom ersten Typ gesehen hat, ist vielleicht ein bisschen unempfindlicher. Zumindest ist ja das oft der Zweifel gegenüber den ernsten, aber trotzdem drastischen Bildern. Und es könnte sein, dass das, was wir heute brauchen, und zwar brauchen wir vielleicht wenig mehr als das, ist Kompetenz im Umgang mit diesen Bildern und damit vielleicht sowas wie Drastikkompetenz, Drastikkritik und umgehen können damit, dass manche Bilder, die kaum zu unterscheiden sind von den anderen, ganz unterschiedliche Funktionen und ganz unterschiedlichen Sitz in unseren kulturellen, politischen und sonstigen Praktiken haben. Aber nochmal, und das war hier das Einzige, was Sie gezeigt bekommen sollten, die Drastik ist da, da draußen in unserer Welt. Und sie ist überall. Und unsere Gesellschaft produziert sie die ganze Zeit. Manchmal im Dienste bestimmter, vielleicht sogar ganz klassisch gesprochen, aufklärerischer, kritischer Projekte. Ganz oft aber auch mit anderen Intentionen, mit Lust an der Provokation und manchmal sogar fast perverser Lust am Überschreiten von Grenzen, die man vielleicht besser nicht überschreiten sollte. Vielen Dank. Herr Martin, vielen, vielen Dank. Peter, willst du gleich antworten? Oder wollen wir erst noch zwei Fragen zu Martins Vortrag diskutieren? Ich glaube, dass das Sinn macht, jetzt noch den Kommentar dran zu hängen und dann ins Gespräch zu kommen. Ich bin mir dann, sehr sicher, dass alle Aspekte, die Martin sehr angesprochen haben, sowieso noch viel Platz haben werden in unserem gemeinsamen Gespräch. Und will vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dass ich mich total freue, dass Martin Saar als langer Wegbegleiter und Freund hier bei uns heute Abend ist und dass wir die Gelegenheit haben zu dem Gespräch. Ich glaube, interessanteren Gesprächspartner werden wir nicht so ohne weiteres finden. Und ich freue mich, das wollte ich auch nochmal sagen, sehr, dass Sie da sind. Wenn ich mal mit der Ausgangsthese von Martin Saar anfange, dass Drastik sozusagen inzwischen ein massenpopuläres Phänomen sei, dann würde ich vielleicht mal damit einsteigen, dass ich mir in gewisser Weise nicht ganz sicher bin, ob das oder sagen wir, inwiefern das stimmt und dass ich, das war meine Brücke, sehr dankbar bin, wenn sich Gelegenheiten bieten, darüber zu sprechen und sich diese Fragen mal genauer anzuschauen. Vielleicht wird es ja auch nur behauptet, dass man inzwischen so souverän sei mit diesen Fragen und in Wahrheit spricht zumindest keiner drüber und denkt keiner drüber nach. Ich würde jetzt gerne, ich habe Martin genau zugehört, jetzt nicht einfach nochmal ein anderes Programm abspulen, sondern mal bei Martin Saar bleiben und nochmal so ein paar Punkte rausfischen, auch mit Blick auf sozusagen meine Perspektive auf das Drastik-Thema, die dann, glaube ich, auch ein ganz interessantes Spannungsfeld aufmachen, an dem wir dranbleiben können. In gewisser Weise würde ich erstmal sagen, wenn wir als Definition von Drastik zugrunde legen, dass Drastik starke Affekte produziert, dann ist es sicher ein hilfreicher Hinweis, um sozusagen auch die problematischen Seite von Kulturindustrie zu beobachten. Aber mir scheint es insofern eine notwendige, aber wahrscheinlich noch keine hinreichende Definition zu sein, um sich sozusagen der auch in einem politisch-gesellschaftlichen Sinn interessanten Seite von Drastik anzunähern. Denn wenn man mal das ernst nimmt, zu sagen, Drastik ist erstmal sozusagen das Zeigen oder die Darlegung von etwas, was wir nicht sehen wollen,
und ich würde jetzt mal normativ hinzufügen, obwohl wir es sehen sollten, dann fällt natürlich ganz viel dieser kulturindustriellen Drastikproduktion schon wieder aus, weil wir wollen es ja sehen. Ja? Also wir hatten es vorhin kurz von diesem Film 300 von Zack Snyder, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, so ein Blockbuster, ich war zufällig bei der Berlinale, bei der Europapremiere damals, also so ein super krasser Action-Blockbuster, mit sehr viel Blut und sehr viel vermeintlicher Grenzüberschreitung. Ich meine, in gewisser Weise würde ich sagen, das können wir für die Diskussion schon wieder alles rausglauben. Vielleicht stimmt es auch jetzt nicht für alle im Saal, aber weil es manche tatsächlich erschrecken würde, weil ich da erstmal zugrunde legen würde, come on, wir wollen es doch sehen. Während die Bilder, die wir wirklich nicht sehen wollen, also wo wir ernsthaft sagen würden, wir wollen sie in gewisser Weise nicht sehen, weil sie auf was Schmerzhaftes oder Verletzendes ernsthaft hinweisen, für diesen Teil sozusagen der Drastik bin ich mir nicht sicher, ob es das große Publikum wirklich gibt. Ich meine, in gewisser Weise war, glaube ich, sozusagen die Sensibilität von Martin in seinem Vortrag, für die ich sehr dankbar bin, schon so ein ernster Hinweis, weil die Bilder, die wo es wirklich sozusagen wehtut, die erträgt man keine 5 Sekunden. Das war auch sehr interessant bei der Recherche von diesem Polarheft, dass man merkte, diese ganze Splatter-Horror-Heavy-Metal-Nummer ist natürlich eine krasse Untertreibung in gewisser Weise, von der ich, da komme ich gleich nochmal drauf, behaupten würde, dass wir sie trotzdem brauchen, die Untertreibung, weil wir vielleicht sozusagen die Wahrheit auch nur ertragen in der Untertreibung. Ich weiß nicht, ich hatte hier auch nochmal so ein paar Bilder, die vielleicht weiterhelfen könnten. Ich gehe die jetzt nicht sklavisch durch, aber das passt jetzt ganz gut, weil das wäre auch mein erstes Schlagwort, sozusagen die Untertreibung der Provokation. Damit ist gemeint, ich habe da mal ein Bild nochmal rausgesucht, das war jetzt schon der falsche Knopf. Also wenn zum Beispiel jetzt, was weiß ich, die Bild-Zeitung oder so ein Phänomen wie Pussy Riot als wahnsinnige Provokation gegen die Kirche und gegen Religion und gegen den Staat oder was auch immer beschreibt, ist natürlich das drastischste Bild, das man zu Pussy Riot finden kann, gar nicht eins der Aktionen jetzt in Sochi oder sonst wo, sondern das, was die Konsequenz eigentlich dieser Provokation ist, nämlich, dass die Leute zu Arbeitslager verurteilt wollten. Also ich meine, sozusagen keine Inszenierung oder keine mediale Inszenierung oder künstlerische Inszenierung kann natürlich sozusagen das Fakt übertreffen, dass diese Leute ins Arbeitslager gegangen sind. So. Insofern wäre das aufklärerische Moment von Drastik, glaube ich, nach wie vor, dass man sich mal überlegt, wo zeigt Drastik etwas, was gezeigt werden muss, obwohl man es nicht sehen will. Gibt es noch einen zweiten Punkt? Martin hat von, ich weiß gar nicht, von wem war dieses, das war Judith oder die enthauptete Judith. Es gibt so ein anderes ganz berühmtes Bild von Rembrandt, das so eins der frühesten Sektionsbilder ist, also anatomischen Bilder, wo ein Leichnam aufgeschnitten wird. Und das hat sich ja im Splatter, da geht Dietmar Dart sehr stark auf etwa dahin radikalisiert, dass man immer tiefer in den Körper reingeht und immer genauer drauf schaut und damit irgendwie provozieren will oder dass man da, wie Dietmar Dart behauptet, sozusagen einen Erkenntniswert hätte. Ja? Es gibt wahnsinnig viele Heavy-Metal-Cover, die solche Sektionsbilder oder anatomischen Bilder zeigen. Ich meine, meine These wäre da in gewisser Weise tatsächlich, diese Bilder sind völlig undrastisch inzwischen. Es gibt keinen Schock der Naturwissenschaft mehr oder keinen Schock der naturwissenschaftlichen Präzision. Die Medizinbücher sind inzwischen voll davon, das zeige ich auch meinem 6-jährigen Sohn sozusagen in der Art und Weise. Was es aber sehr wohl gibt, ist sozusagen ein Schock anderer Art, nämlich den man etwa, der auch eben an der
sozusagen eine körperliche oder physische Dimension hat, und das ist alles, was man mit Immanenz oder Endlichkeit oder Memento Mori oder Verfall oder diesen Dingen bezeichnen könnte, die den Menschen etwa an seine Endlichkeit erinnern oder an seine oder an seinen physischen Verfall. Ich habe deswegen jetzt mal, das ist jetzt nicht mein Lieblingskünstler, aber so ein Damien Hirst-Ding da genommen, weil der zum Beispiel in dieser Ambivalenz von antiker Statue und anatomischen Bild, da gibt es ganze Serien, im Grunde glaube ich, auf diesen Shift in seiner Kunst verwiesen hat. Und da würde ich zum Beispiel nach wie vor behaupten, dass das ein Tabu ist eigentlich. Also wir hatten neulich eine Veranstaltung dazu über Tod in einem ernsthaften Sinn oder über Vergänglichkeit darf sozusagen in dieser ganzen rüstige Rentner-Tennisplatzhaftigkeit natürlich gar nicht gesprochen werden. Und das scheint mir zum Beispiel tatsächlich ein Schock zu sein, der nach wie vor sitzt, wenn man ihn ausarbeitet und präsentiert. Ein ähnliches Phänomen, wo eigentlich der Künstler eben völlig untertreibt und nicht übertreibt, gilt mit Blick auf andere gesellschaftliche Verhältnisse. Ich habe nochmal so ein Cover von der Spex rausgesucht, die Christoph Schlingensief, Katharina Gevers, die Schlingensief-Ausstellung in Berlin kuratiert hat, sitzt im Publikum, was mich auch sehr freut, wo sozusagen so eine Figur wie Schlingensief als Schockintellektueller präsentiert wird, also jemand, der sozusagen auf Provokation anlegt, der irgendwie übertreibt und überzieht, ja, aber wenn man sich... ich habe jetzt leider die Folie rausgenommen, nochmal den Container von Schlingensief in Wien anschaut, Sie erinnern sich, die Aktion Ausländer konnten sozusagen rausgewählt werden aus dem Container sozusagen als soziale Installation oder als künstlerische Bearbeitung der Abschiebepraxis in Österreich und Deutschland, dann weiß man natürlich sofort, dass das eine krasse Untertreibung ist. Es werden ja nicht 30 im Monat abgeschoben, sondern Tausende. Und es stirbt ja auch nicht einer hier vor den Grenzen, sondern es sterben ja jeden Monat Dutzende. Will sagen, das, was komischerweise in der Kunst als krasse Übertreibung präsentiert wird, ist natürlich eine totale Untertreibung. Christoph Schlingensief hat mal den genialen Satz gesagt, in den nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahren, 60 Jahren werden 6 Milliarden Menschen sterben und das ist noch untertrieben. Ich meine, das ist, ich meine, worüber reden wir eigentlich? Das ist so. Hier ist der Container von Schlingensief, den hatte ich noch mal rausgesucht. Und insofern, ich hatte gerade davon gesprochen, etwa das Flüchtlingsdrama an der Südgrenze Europas. Ich meine, wer will das sehen? Und wie passt es zusammen mit der These, wir hätten uns alle dran gewöhnt? Ich würde das von der Seite eher in Frage stellen. Und jetzt sozusagen vielleicht nochmal zur Rolle der Kunst. Ich habe hier nochmal aus der Ilias von Homer die Figur der Mauerschau rausgesucht, die in der Ilias... ich weiß nicht, ob es wirklich das erste Mal ist, aber es ist zumindest das erste, auf was ich gestoßen bin. Mauerschau sozusagen als dramaturgischer Hinweis, dass man in der Kunst bestimmte Sachen nicht zeigen sollte. Man soll darüber berichten, aber man darf es nicht zeigen. Ist ja bis heute auch im Theater eine sehr, sehr beliebte Praxis. Ich meine, in gewisser Weise würde ich erstmal jetzt mit der Frage, was kann eigentlich die Kunst, wie kann uns eigentlich die Kunst helfen, sozusagen mit dem umzugehen, was wir nicht sehen wollen und was wir schlecht ertragen, würde ich
zuallererst mal sagen, dass der die Kunst, Martin hat es auch angedeutet, wahrscheinlich eine relativ ambivalente und auch durchaus sehr problematische Rolle spielt. Denn da, das, was wir sozusagen im Dokumentarischen nicht ertragen und gesellschaftlich auch nicht diskutieren, da gibt es dann sozusagen so eine Souveränität in der Galerienszene oder auch Cineasten, wo man dann sozusagen plötzlich ganz bei sich ist, aber vergisst, dass man eigentlich den Auftrag hat, über die Welt da draußen zu sprechen. Insofern gebe ich Martin völlig recht, dass, glaube ich, die Kunst da mindestens genauso Teil des Problems sein kann wie Teil der Lösung, weil sie uns sozusagen in einem sehr affirmativen Sinn an diese Bilder gewöhnen kann. Keineswegs muss, aber kann. Darf ich hier schon mal gerade eine Frage stellen, die mir eigentlich auch schon bei Martins Vortrag einfach immer wieder durch den Kopf schoss, dass ich diese beiden Ebenen von Kunst und dokumentarischer Drastik irgendwie noch schlecht zusammenkriege und wie ihr das einschätzen würdet, ob nicht eigentlich auch die Drastik im Tatsächlichen, also in der Nachrichtenproduktion, die gleichen Abhärtungseffekte hat. Also dass man ohne weiteres sich die Abendnachrichten anguckt und wieder die drastischen Bilder irgendwelcher Straßenkämpfe, hungernder Menschen, Naturkatastrophen sieht und dann kommt der Schnitt auf den letzten Spieltag der Bundesliga, dann kommt das Wetter und dann fängt Wetten, das an. Mir fällt es noch schwer, diese beiden Ebenen zusammenzudenken, besonders weil wir ja immer wieder auch im Vorfeld über sowas wie eine Politik der Drastik gesprochen haben. Also mir fehlen noch die Bilder, wie man drastische Kunst mit einem wirklich progressiven politischen Anliegen zusammendenken kann. Vielleicht, ja. Mir auch. Also zumindest der irgendwie ein Mechanismus oder eine Garantie, die scheint es nicht zu geben, weil ich glaube, diese Ambivalenz, die ist genauso drastisch, wie sie, glaube ich, jetzt bei uns allen mal kurz aufgetaucht ist, in deiner Frage jetzt eben auch. Es geht beides, ja? Die drastische Darstellung kann gegenüber dem, was sie zeigt, total immunisieren. Eine drastische Darstellung kann Tod, Teufel, Verfall, Endlichkeit, Grausamkeit etc. zeigen, aber in einer Art und Weise, die es selbst wieder komplett entschärft. Und unsere Kultur hat interessanterweise sehr viele solcher Ventile, Genres geschaffen, in denen genau das passiert. Und da, mir geht es eigentlich nur darum, das mal kurz festzuhalten, dass wir das die ganze Zeit machen, harmlose Drastik produzieren und konsumieren. Nämlich tatsächlich im geschützten Raum so der populärkulturellen Nerd-Fantasien, aber auch in allen möglichen sehr harmlosen Mainstream-kultureller Produktionen. Und das gibt es einfach. Und das sollte man zur Kenntnis nehmen, wenn man nämlich dann im zweiten Schritt sagt, in anderen Bereichen, wenn es wirklich um den Ernst des Lebens, der Politik und der Menschlichkeit geht, brauchen wir genau diese Drastik, um uns zu erinnern an, und das ist ja das, was Peter eben auch nochmal aufgeführt hat, die Drastik der Realität selber. Und es kann sein, dass diese Ambivalenz was ziemlich Schwieriges und Schlimmes ist, weil das eine schwächt das andere. Weil du kannst nicht sozusagen auf der Drastik des Ernstfalls die ganze Zeit beharren, wenn dieselbe Kultur alle möglichen Praktiken geschaffen hat, in denen sie Ernstfälle neutralisiert hin ins Genrehafte und hin ins Verspielte. Und deswegen muss man jetzt sagen, mit dieser Ambivalenz muss man leben oder man muss Kontexte schaffen oder von mir aus auch einfach nur Kriterien dafür haben, wann, in welchem Kontext, was, wie wirken könnte, sollte und gemeint ist. Und das ist wahrscheinlich was sehr, sehr Schwieriges. Und mein erster, also überhaupt, was ich glaube ich erstmal heute Abend etablieren wollte, ist uns zu sensibilisieren für die Tatsache, dass wir eine Drastikgesellschaft sind. Eine dramatische, dramatisierende Gesellschaft, die aber diese Dramatisierung zugleich braucht, wie sie sie immer wieder abwehrt, indem sie sie nämlich trivialisiert und banalisiert und manchmal sogar die ganz ernst gemeinten Dinge banalisiert und trivialisiert. Und das, was du nennst, ist doch genau das. Die normalen Nachrichtenformate wollen das eine und tun das andere. Denn die sind oft genug im sozusagen Hintereinanderstellen, im Unprägnanten produzieren und sozusagen verknüpfen, was natürlich auch abstumpfen. Eine elementare Eigenschaft ist, wenn man
Nachrichten und Politik ganz stark ikonisiert und auf Bilder reduziert. Ich habe jetzt, das hat mir auch im Vorgespräch gerade erzählt, ich habe jetzt am Wochenende diesen Dokumentarfilm War Photographer über den James oder Jim Nachtwey gesehen, einer der berühmtesten Pressekriegsfotografen des späten 20. Jahrhunderts. Und der da dann irgendwie auf eine unglaublich ästhetische Art ganz großes Leid fotografiert und dargestellt hat und auch mit einem emanzipatorischen Anspruch. Und wir da dann ja, also ich habe mich da ein bisschen schwer damit getan, dass man, dass man Politik nur durch Bilder macht und wir emotionalisierende Bilder brauchen, um gegen eine Hungerkatastrophe aufzustehen oder gegen irgendeinen Völkerrechtsbruch, dass man immer, also du brauchst dieses Nachrichtenbild, du brauchst die dramatische Story, die ja schon wieder entlehnt ist in der Bildsprache, die wir eigentlich aus dem Kino kennen. Ja. Und das ist halt eine schwierige Art, es Politik zu machen. Also ich finde das einen total wichtigen Punkt, aber ich glaube, wenn man mal über so eine Bildpolitik der Drastik nachdenkt, dann kommt man nicht umhin, das nochmal etwas aufzufächern. Also ich meine, nur so blitzlichtartig. Ich meine, der erste Punkt ist auch, wenn wir natürlich in einer visualisierten Gesellschaft leben, ist natürlich der drastische Effekt, da gibt es auch viel Streit drum, in der Literatur nicht geringer. Wenn man wahrscheinlich einen der einschlägigsten Romane der letzten Jahrzehnte mal anzuführen, bestimmte Passagen aus Bret Easton Ellis' American Psycho nimmt, dann ist das natürlich auch, als würde dir jemand mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Das ist nicht wie ein lustiger Sketch in Jackass oder Zirkus Halligalli, ja? Sondern das ist radikal durchdekliniert, sozusagen eine bestimmte Situation der Grausamkeit, die ihre Grausamkeit gerade dadurch entfaltet, dass sie sehr nüchtern vorgetragen wird. Das ist überhaupt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass diese Grausamkeit eben erst durch die Nüchternkeit ihre volle Wirkung entfaltet, ja, dass sie sozusagen seziert wird, in gewisser Art und Weise. So, dann wäre der erste Punkt in so einer Bildpolitik für mich erstmal die Frage, an Doku wie an Kunst lässt sich eh nicht scharf abtrennen, genauso wird uns hier eigentlich was gezeigt, was notwendiger, was gezeigt werden sollte und wir wollen es wirklich nicht sehen. Wir wehren uns dagegen, die Gesellschaft wehrt sich dagegen. Sie will das als blinden Fleck, sie will das als Schwarzblende. So, dann wäre der nächste Punkt, was ist eigentlich der Mehrwert einer solchen Bildpolitik? Und da würde ich jetzt erstmal sagen, würde ich auch gerne mal mit einem Psychoanalytiker sprechen. Ein erster Mehrwert könnte ja sein, dass wir diese sozusagen so ein Bild der Verletzung oder auch ein Bild der Bedrohung, das muss ja nicht unbedingt eine reale Verletzung sein, dass wir das irgendwie gestalten können. Du hast es gerade gesagt. Das heißt, man kann so ein Bild der Verletzung verbinden mit einem Ausweg oder mit einer Reaktion. Man kann so ein Bild karikieren. Ja? Also wie ohnmächtig wären wir eigentlich gegenüber so einem Phänomen wie Hitler, wenn man keine Witze über ihn machen dürfte oder ihn nicht als wie auch immer darstellen, so dass wir überhaupt eine Chance haben, uns zu diesem Faschismus zu verhalten. So, das heißt, das sind ja keine objektiven Bilder, sondern das sind gestaltbare Bilder. Und dann kommt ein nächster Schritt, wo die Drastik aus meiner Sicht nochmal ein ganz anderes Feld hat, und das ist gar nicht die Drastik der Sichtbarmachung, sondern der Drastik der Entgegnung. Also wenn wir mit Kettensägen oder mit Laserschwertern oder mit, ich habe das mal, weil tatsächlich Tarantino da der
der ist, der das wirklich wie kein anderer in seinen Filmen durchdekliniert. Entschuldigung, das ist jetzt alles nicht so toll. Auch interessant, also vom Five Point Heart, wie heißt es, Stefan, Attack Punch über, das, über die Fäuste und die Tritte, über, Sie kennen es in Glorious Bastards, das Skalpell bis hin zu bei Django Unchained jetzt sozusagen die Rache des Sklaven am Ende des Films. Das sind natürlich erstmal auch Fantasien der Entgegnung auf die Verletzung. Das ist ganz wichtig. So, und da gibt es jetzt, denke ich, dann halte ich auch wieder die Klappe, zwei sehr unterschiedliche Funktionen. In gewisser Weise könnte man sagen, dass Kultur und Kunst einen tatsächlich irgendwie für diese, zu dieser Entgegnung mobilisiert. Das ist sozusagen der politisch eingesetzte Effekt. Und ich gebe ehrlich zu, dass zum Beispiel im Metal und im Punk, Dietmar Dart nannte das mal, wie hat er denn das genannt, irgendwie Kriegsmusik oder Kampfmusik, natürlich ist irgendwie die Idee auch bei zum Beispiel im Punk, dass man sozusagen bestimmte Ziele, die eher im linken Bereich gesteckt werden, enorm affektiv unterfüttert. Ja, das ist dieses, wir lassen uns hier mal gar nichts gefallen, auf zu den Waffen. Ja, so, das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel im Punk, glaube ich, der Springerstiefel auch als drastisches Accessoire in Kombination mit diesen bunten Klamotten eine gewisse Berechtigung hat. Es ist eben auch dieses, wir sind zwar die Guten, aber wir lassen uns auch nicht gefallen. Also irgendwie so. Ja. So, und dann gibt es natürlich enorm reaktionäre Rachefantasien, die irgendwie ernst gemeint ist. Das ist so, also ich weiß nicht, ich hatte irgendwo ein Chuck Norris Foto, ich weiß nicht, ob sich jemand für Chuck Norris interessiert, das gilt aber für Clint Eastwood, der ein toller Regisseur ist, mit Abstrichen dennoch, sind natürlich sehr reaktionäre Rachefantasien. Und dann gibt es eine dritte Figur, die halte ich sozusagen im Metal und im Splatter für enorm relevant. Der hat es wirklich, ich habe das mal genannt, Blut, das nicht fließt, Blut, das nicht vergossen wird. Da ist es natürlich auch eine affektive Ableitung, um in der Entgegnung auf Verletzungen wesentlich vernünftigere und auch humanere Reaktionsweisen wählen zu können. Also das ist vielleicht auch eine unbelegte Hypothese, aber die Leute, die in diesen krassen Fight-Club-Kulturen sich bewegen, wie im Moshpit bei irgendeinem Metal-Konzert oder beim Kickboxen, Bruce Lee ist auch so ein großer Endgegner, sind natürlich in Wahrheit oft auch sehr friedfertige Menschen, das muss man wissen. Ja. Das ist also dann auch nochmal so ein kathartisches Moment von Drastik, das eigentlich sozusagen das Blut irgendwie in andere Bahnen ersetzt. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes Kunstblut. Mhm. Ich würde noch eine letzte Frage stellen, bevor wir dann auch mal, Anne, gibst du das Mikro rum? Oder bevor wir dann auch das Publikum einbeziehen und sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Was mich noch interessiert, wenn ich dir jetzt gerade auch zugehört habe, wie würdest du das dann bewerten, dass was Martin konstatiert hat, dass innerhalb der letzten 10 oder vielleicht 15 Jahre, ich habe nämlich genau die Frage mir auch aufgeschrieben, dass, weil das auch meine Wahrnehmung ist, dass eben Leute wie Tarantino oder Zack Snyder tatsächlich eine drastische Gewalt, die früher eher in diesen Subkulturen der Splatterfilme und so zu sehen waren, einfach im Mainstream angekommen sind und die beiden berühmtesten und teuersten Schauspieler Hollywoods spielen in einem Zombie-Film, also Brad Pitt und Angelina Jolie in dem World War Z. Was ist da passiert oder wie bewertet man das, wenn man sagt, also ist dann dadurch jetzt die Gesellschaft friedlicher geworden, weil wir mehr Affektabfuhr haben?
Soll ich da drauf wissen? Wie du und ja, also man sollte darauf so antworten. Darin drückt sich was aus, wenn diese eher marginalen, auch so ästhetisch gesehen, so Untergrundsymbole, Symboliken und Bildsprachen jetzt irgendwie in die große Populärkultur drängen. Irgendwas scheint das doch auszudrücken. Mhm. Und ich glaube, man könnte so ein bisschen jetzt verschiedene Szenarien oder verschiedene Optionen haben. Die erste wäre, weil die Großwetterrealität auch immer unerträglicher wird, auch immer prekärer, bedrohlicher und in einem gewissen Sinn die existenziellen Sicherheiten bedrohender ist, müssen natürlich auch die gesellschaftlichen Repräsentationen drastischer werden, um es auszuagieren oder bewältigbar zu machen. Ich glaube, so könnte man einerseits argumentieren. Man könnte es aber auch so ein bisschen noch platter, natürlich so ökonomischer sich vorstellen. Das sind natürlich auch die Dinge, die rasanter sind, irgendwie verkäuflicher auch. Und es kann sein, dass wir so eine neue, und das sollte man einfach mal sagen, wir haben natürlich auch eine neue Bewirtschaftung des Drastischen. Ja? Also die großen kommerziellen Maschinen haben natürlich auch ein bestimmtes Segment der Untergrundästhetik inzwischen entdeckt und bewirtschaften es sozusagen mit voller Kraft. Und deswegen steigen ja zurzeit nicht nur die irgendwie interessanten Phänomene, also die uns auch irgendwie daran ja auch faszinieren, sondern auch der richtige Schund und der reaktionäre Schmarrn. Ja? Schlechte Zombie-Filme, es gibt ja nichts Schlimmeres, muss man auch mal sagen, so wie schlechter Metal oder schlechte Comics. Und auch das sollte man, glaube ich, einrechnen, dass da sich natürlich auch Bereiche verschieben. Da werden jetzt bestimmte Bereiche auch ökonomisch erschlossen oder ja, massenkulturell erschlossen, die vorher noch so ein bisschen im Windschatten waren, weil sie eher als gefährlich konnotiert waren. Und Bret Easton Ellis ist ja ein beliebtes Beispiel in der Diskussion, war ja damals an genau der Grenze. Da schien jemand zu schreiben, etwas, was schon damals, nach den damaligen Kategorien, Schundliteratur war. Und das hat es dann geschafft, irgendwie eine Form von Aufmerksamkeit zu erreichen, die dann tatsächlich auch die hohe Literatur erreicht hat. Und inzwischen schreiben ja schon fast ein bisschen zu viele Leute, wie Bret Easton Ellis übrigens. Aber das ist nochmal ein anderes Phänomen. Ich glaube aber, das andere wäre mir wichtiger zu sagen, in diesem neuen sozusagen Dauerdarstellen von Krisenhaftigkeit und Bedrohung in den Repräsentationen und in den ästhetischen Praktiken spiegelt sich natürlich auch eine prekärer geworden, krisenhafter wahrgenommene soziale und sozusagen politische Realität, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen platt ist, diese Korrespondenz so direkt zu sehen. Aber ich glaube, dass sie richtig ist. So wie auch unsere Populärkultur alle möglichen neuen Kriegsformen natürlich auch alle durchbuchstabiert, weil sie eben real sind. Und wir haben einen Artikel über die Drohnen hier im Heft auch. Und das ist ja drastisch in der Welt und in den Formen von Repräsentationen, die wir kennen. Dann willst du, wenn du nicht... Oder möchtest du noch einen Peter Satz sagen? Es sind alles Vermeidungsphänomene und keine Durchsicherheitsphänomene. Was definitiv der Fall ist, dass sozusagen die journalistische Generation, die so wie wir jetzt mit Metallica und Texas Chainsaw Massacre aufgewachsen ist, mit 18 oder mit 16, dass die das natürlich jetzt sozusagen in hochkulturelle Würden im Feuilleton überführt haben. So wie mein Vater verbotenerweise zu einem Elvis-Konzert gegangen ist und dann 20 Jahre später sozusagen nochmal den versammelten Bildungsbürgern in vollster Genugtuung erklären darf, dass Elvis halt ein toller Musiker war. Mhm. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was das bedeutet, für das, was mich interessiert und uninteressiert, nämlich inwieweit gibt es eine Politik der Drastik, die uns Dinge, Realitäten vorführt oder uns daran erinnert, die wir nicht sehen wollen, aber sehen sollten. Und sehen ist jetzt eine Metapher, weil es geht nicht ums visuelle Sehen, das können genauso andere Formen des Zeigens sein. Und in dem Sinn, aber das wird mich jetzt auch wirklich mal im Publikum interessieren, ich bin mir da nicht so sicher. Also Tarantino zum Beispiel, der ein großer Filmkenner ist, zitiert natürlich diese Filme. Und Peter Jackson, Herr der Ringe, der ein großartiger Splatterfilmer war, zitiert es in Herr der Ringe. Und Sam Raimi, der ebenfalls ein großartiger Horrorregisseur war, zitiert es in Spider-Man. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich stimmt, dass wir so viel mehr aushalten.
Wenn wir im Museum so einen Hirschhorn haben, dann ist es eine so schlimme Erfahrung, die Leute rennen dran vorbei oder gucken sich's gar nicht an. Aber wer geht schon ins Museum zu Hirschhorn? Wenn wir einen Film haben, der wirklich zeigt, wie getötet wird oder wie gefoltert wird, wirklich das zeigt, und zwar nicht in einem, so nach dem Muster, ich deute es jetzt mal an, sondern ich will jetzt mal was sichtbar machen, was diese Gesellschaft nicht sehen will. Ich meine, ist das wirklich inzwischen Mainstream? Und ich rede jetzt nicht über so einen Tarantino-Quatsch, sondern ich meine, es gab Szenen, es gab zum Beispiel bei Catherine Bigelow so eine, also ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber ist das wirklich Mainstream? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wo man es ganz deutlich sagen kann, aber das würde ich völlig rausnehmen, ist in der Pornografie. Es gibt bis heute weder im Untergrundfilm, weder im subkulturellen Film noch im Blockbuster harte Pornografie, obwohl sie 50% der Gesellschaft konsumieren. Dann gibt es mal so einen Lars von Trier, dann sind alle aufgeregt, das hat ja mit harter Pornografie nichts zu tun. Ja. Da würde ich die These total bestreiten. Bei den Gewaltdarstellungen bin ich mir nicht sicher. Und dann in dem Zwischenbereich Darstellungen sexualisierter Gewalt finde ich es aber jetzt allerdings ehrlich gesagt ziemlich eindeutig, dass da zwischen 1990 und 2014 tatsächlich immer mehr zeigbar wird. Aber es ist völlig richtig, immer auch natürlich in neuen immunisierten Formen zeigbar. Auch dafür gibt es jetzt so komische Konventionen. Genau. Und auch das ist jetzt immer wieder stilisiert, auch wenn es so ganz direkt und realistisch daherkommt. Ich glaube, die Ausgangsbeschreibung war nur, diese Grenzen verschieben sich und verschiedene Kräfte irgendwie treiben sie voran. Und das finde ich, glaube ich, unbestreitbar, dass die nie the real thing jetzt direkt zeigen oder das wirkliche Reale, scheint mir auch richtig. Aber es gibt weiterhin fast eine Obsession an diesen Grenzen, sie zu berühren oder sie ein kleines Stückchen weiter zu verschieben. Und zwar nicht mehr nur in diesen eher verworfenen, abjekten, sozusagen marginalen Kunstformen, sondern, glaube ich, auch in den ganz großen, ganz offiziellen. Und das ist, glaube ich, also das ist für mich der zeitdiagnostische Punkt, dass wir, also obwohl wir umstellt sind von allen möglichen überdrastischen Dingen, da auch noch empfindlich sind. Aber das widerspricht ja jetzt, glaube ich, gar nicht, sondern beschreibt das nur nochmal anders. So, ich würde jetzt aber ganz kurz, falls Sie sich fragen, was dieses Bild hier bedeuten soll, das ist ein Filmstil aus einem Film von eben jenem Zack Snyder 300, nämlich aus dem neuen Superman-Film, der aus meiner Sicht so das Reaktionärste ist, was man an pseudodrastischen Comic-Verfilmungen kriegen kann. Und wo ein tatsächlich in gewisser Weise drastischer Moment des Films besteht darin, dass er die ganze Zeit diese 9-11-Bilder kopiert, von denen ja nun wirklich niemand mehr behaupten kann, sie wären nicht in unser Hirn eingebrannt. Also was gibt es da noch zu zeigen, was wir nicht schon wissen in so einem Bild? Nichts. Das ist eine reine Affekt, also ich glaube, das ist eine reine Affektmaschine ohne jegliche aufklärerische Intention. Okay. Mhm. So, jetzt gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Anne? Ich habe schon das Mikro und kann das deshalb auch gleich benutzen. Ich gebe es dann auch gleich gerne weiter an Ulrich in der Böll-Stiftung. Mich interessiert aber doch nochmal die Frage nach der Zeitdiagnose. Das ist jetzt, glaube ich, noch kurz gekommen. Was ist jetzt das, was heute uns etwas erzählt über die Gesellschaft, in der wir leben, in der Art, wie ihr die Drastik, die Benutzung von Drastik in Kunst und Medien beschrieben habt? Was ist der zeitdiagnostische Effekt? Was ist das, was uns über unsere Zeit heute etwas aussagt im Unterschied zu von vor 40, 50 Jahren, meinetwegen? Also es gibt natürlich einen Medienentwicklungseffekt. Es gibt, und das ist ja auch medientheoretisch untersucht, die Wirkung des Fernsehens auf unsere Sehgewohnheiten, die und dann des Farbfernsehens und so weiter. Also diese Unmittelbarkeit von Bild, Zeitgleichheit von kriegerischem Ereignis und der Tatsache, dass ich im Sofa sitze und auch schon sehen kann,
Das ist sicher was, was sich durch die Medien, die wir benutzen, verändert hat. Und dann, also ich habe ja die Vermutung, es gibt auch noch so einen Afghanistan-Effekt. Also die heile Welt, in der wir hier in Westeuropa jedenfalls gelebt haben, war nicht mehr aufrechtzuerhalten in dem Maß, wie sich politische Aktion der Länder, in denen wir leben, verändert hat und das Elend gewissermaßen zu uns kommt. Aber das ist mehr so eine historisch-soziologische Betrachtungsweise. Das würde mich doch noch mal interessieren. Was ist der zeitdiagnostische Effekt oder was ist das Argument, das zeitdiagnostische Argument? Gibt es noch mehr Fragen? Dann würden wir erst ein bisschen sammeln und... Ja, also ich fände wirklich auch noch mal interessant, noch mal ein bisschen mehr auf die Immunität einzugehen. Also dass nicht nur wir wollen sehen, was wir nicht sollten, sondern vielleicht sollten wir auch nicht sehen, was wir wollten. Ja. Ja. Ja, ich bin der Meinung, dass wir die Sache noch von einem anderen Standpunkt her aufdröseln sollten. Für mich ist die Frage eigentlich mehr die der Rahmensetzung. Der was? Der Rahmensetzung, Rahmen. Das Framing. Mhm. Ich persönlich glaube, dass da ziemlich viel durcheinander ging heute und dass man das alles noch sehr viel besser ausdifferenzieren kann. Grundsätzlich ist es so, dass das ja, wie man in den Bildern gesehen hat, kein neues Phänomen ist. Also die Bilder von den reparierten Gesichtern und reparierten Körpern aus dem Ersten Weltkrieg entstammen einer Reihe von Bildern, die als Buch publiziert worden sind nach dem Ersten Weltkrieg, das man heute auch noch kriegen kann. Mancher kennt es vielleicht, mancher von den Jüngeren wahrscheinlich nicht. Dieses Bild ist, dieses Buch ist auch heute, ich glaube sogar noch auf Flohmärkten verfügbar gelegentlich. Schöne Bilder übrigens, interessant zu sehen. Wer mal was richtig Drastisches sehen will, sollte sich das mal ansehen. Ich glaube, einer der wesentlichen Punkte, eines der wesentlichen Probleme ist, dass die meisten von uns die Welt nur noch kennen, indem sie sie von Ferne sehen. Sprich aus dem Fernseher, das ist sozusagen die adäquate Metapher der Mauerschau. Auch hier wieder ein konservativer Philosoph, der das sehr schön beschrieben hat, Hans Blumenberg in Schiffbruch mit Zuschauer. Ich glaube, dass also meine Diagnose ist eine völlig andere als von Ihnen beiden. Ich glaube, unser Hauptproblem und warum die Drastik überhaupt funktioniert, die sich oft in der Nähe zum früher klassischer Topos, dem Erhabenen, bewegt, das in ähnlicher Weise, Adorno würde sagen, einen Verblendungszusammenhang, das ist vielleicht eine ganz starke Metapher, also den Verblendungszusammenhang der unserer Realität durchschlägt. Das ist quasi, glaube ich, die zentrale Begrifflichkeit, um die es da geht. Ich glaube, dass der zentrale Punkt ist, dass wir in einer Welt leben, die völlig domestiziert und sozusagen eigentlich mit einem sehr, sehr hohen Sicherheitsgrad verbandelt ist. Also die meisten Menschen vielleicht von uns hier haben ein Gefühl für diese Sachen, aber ich glaube, die meisten draußen sind einfach in der Situation, dass ein Gefühl für Gefahr und so weiter für sie gar nicht vorstellbar ist. Und dass die Drastik eigentlich genau im Gegenteil genau das spürbar macht, nur dann ist sie tatsächlich als Drastik erfahrbar. Okay. Ich glaube, dass man eher diesen Weg gehen sollte und dass es mehr darum geht, sozusagen diesen Verblendungszusammenhang zu durchschlagen in dieser Drastik und wir nur dann noch, funktioniert. Noch eine Frage. Ich glaube, es ist angekommen. Wir nehmen eine Frage noch und dann würde ich die beiden Referenten noch mal bitten zu antworten. Ja, zwei Punkte ganz schnell. Das eine ist, dass ich will es von der positiven Seite sehen, weil es wurden gesagt, die Drastik lässt sich nicht mehr aufhalten und sie verbreitet sich und vermehrt sich zunehmend und das ist erkennbar. Wenn das so festgestellt werden kann und muss, dann muss man fragen, gut, was für einen erzieherischen Vorteil hat das? Kann es sein, dass wir hier gerade eine Kinderdiskussion haben?
Was will ich damit sagen? Ist das vielleicht sogar, weil in der Endkonsequenz, wie wir festgestellt haben, eine gewisse Immunität eintritt, ein Baustein, den jeder Erwachsene mit sich tragen muss? Jeder, der vielleicht wegen meiner Familienangehörige schon beim Sterben begleitet hat, vielleicht sogar eine Leichenwaschung mitgemacht hat, der weiß vielleicht sogar, was man aushalten kann. Und die Frage ist, dass wir hier nichts weiter als tatsächlich domestiziert werden müssen, weil wir einfach noch viel, weil wir hier alle zwar erwachsen aussehen, aber in Wirklichkeit viele, viele davon in Wirklichkeit noch Kinder geblieben sind. Also ich will nur fragen, ob da etwas dran ist und ob man das weiter so denken kann, dann könnt ihr was positiv abgewinnen. Und das Zweite ist, warum kaprizieren Sie alles auf Bilder? War jetzt nicht beim Programm ablesbar, weil, wenn wir jetzt in unsere Tiefe gehen, wir kennen, ich nehme viele Veranstaltungen wahr, ich nehme viele Moderatoren wahr und gestatten Sie mir, was man da teilweise erlebt an Provokationen, an Beleidigungen, sprachlichen Auseinandersetzungen, auch an schriftlichen, wenn ich im Verwaltungswesen tätig bin und sehe, was los ist, dass ich sage, hier werden Menschen zerfleischt, zerhackt, wir sind eine mörderische Kultur. Mhm. Deswegen frage ich Sie, warum lassen Sie dieses Feld komplett aus? Danke. Dann, Martin, du willst anfangen. Nee, der letzte Punkt, da ist was dran. Also wir könnten auch über die Drastik der Shitstorms reden. Drastik öffentlicher Debatten. So würde ich ja nicht sprechen, aber Sie treffen bei mir einen Punkt. Ich habe viele Dinge, und Peter hat es vorhin auch schon versucht zu korrigieren, ich habe es ein bisschen aufgezogen über Darstellungen, und zwar visuelle Darstellungen, aber das war eigentlich bei mir eher ein bisschen so ein fürs pädagogische Effekt, weil ich glaube, an den Phänomenen ist es uns am plastischsten, würde ich jetzt mal sagen. Aber Sie haben recht, also wir könnten über Gewalttätigkeit, Vehemenz und in diesem Sinn auch über Drastik noch sehr viele andere Bereiche sprechen. Und das sollte man, glaube ich, auch tun. Und auch, da könnte man auch unter der Zeitdiagnose eine sich langsam brutalisierende Gesellschaft oder so reden. Das ginge sicher auch. Da ist, glaube ich, was dran, dass die Verengung auf die Darstellungsweisen vielleicht was vergibt. Ich glaube aber, an der wird auch was klar. Und das war, glaube ich, also mein Hauptpunkt heute. Und das geht nochmal auf die erste Frage zurück. Zeitdiagnostischer Ertrag. Ich finde, wir müssen beides verstehen lernen über unsere auch Medien- und Bildergesellschaft. Also das war nicht mein Punkt, dass wir in eine neue Stufe der sozusagen noch bilderreicheren oder noch mediatisierteren Gesellschaft getreten sind. Ich glaube, so könnte man reden, viele Mediensoziologen tun es, aber das interessiert mich gar nicht so stark. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir zwei Phänomene zugleich kennen. Eine Produktion von Drastik die ganze Zeit in allen und inzwischen eben auch in den offiziösesten Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens, sogar die Hochkultur, sogar die Mainstream-Kultur macht es die ganze Zeit, und gleichzeitig ein Zurechtkommen müssen mit Bildern oder Darstellungen oder Darstellungsformen, die uns immer noch betreffen, verletzen und ankratzen. Und also mein Beitrag zur Zeitdiagnose war, diese Konstellation mal kurz zu akzeptieren. Die brutalen und die ganz harmlosen Bilder, die aber beide Formen von drastischen Bildern, Darstellungen, Darstellungsformen jetzt nicht nur visueller Natur sind. Und von der würde ich in der Tat jetzt, auch jetzt nochmal, nach einer Stunde, behaupten, das ist gerade spezifisch. Weil auch unsere Medien- und Print- und Bildergesellschaft hat diese Dinge lange Zeit abgeschoben in Randbereiche, hat die übrigens hochzensiert. Sehr viele Dinge waren sehr lang noch verboten und zirkulierten nur sozusagen in Untergrund- oder Spezialzirkeln, dort allerdings ziemlich virulent. Inzwischen sind die Dinger ganz, ganz offiziell, ganz verfügbar. Und das Internet ist jetzt die Technologie dafür. In ihr ist jedes Bild von jeder Sache verfügbar. Auch übrigens, Stichwort Immunität und Schutz, auch für Kinder, auch für Leute, die es nicht ertragen, auch für Leute, die aus psychologischen Gründen mit diesen Bildern nicht zurechtkommen. Und ich würde nur sagen, lassen Sie uns das mal durchdenken, was das heißt. Da folgen dann auch so Dinge tatsächlich wie Verantwortung für Medienumgang. Da folgt jetzt auch sowas drauf wie vielleicht ein Grundkurs
in Drastikkompetenz, den wir vielleicht im Rahmen auch pädagogischer Verhältnisse den Leuten beibringen müssen. Visual Literacy ist ein Begriff, also visuelle Kompetenz als vielleicht sogar ein Schulziel, Schulfach. Und ich glaube, solche Dinge folgen daraus ziemlich direkt, und zwar aus der Trivialisierung des Drastischen einerseits, wie aus dem Brutalen des Drastischen, dem Verdrängerischen und dem, worauf das auch an psychischen Energien weiterhin reagiert. Und da würde ich in der Tat sagen, ist das ganz neu? Nein. Ist es spezifisch gerade für unsere Medienumbruchszeit? Ja. Das scheint mir eine neue Konstellation zu sein. Und die zerrt halt in verschiedene Richtungen. Wir haben diese aufklärerischen Projekte, drastische Aufklärung über brutale Bilder des brutalen Wirklichen. Und wir haben die totale Trivialisierung in bestimmten Bereichen der Populärkultur, die aber auch offensichtlich vielleicht eine kathartische, vielleicht eine ersetzende, vielleicht eine triebabfuhrhafte Funktion hat und eine sehr lustvolle übrigens, die man auch nicht verspielen sollte, die man auch wahrscheinlich nicht, auf gar keinen Fall, ganz verbieten darf. Aber das sind für mich sozusagen zwei widerstrebende Tendenzen, die beide sehr stark mit starken Gefühlen, Schamgrenzen und affektiven Besetzungen zu tun haben. Und ja, das scheint für mich gerade pertinent zu sein, prägnant an unserer Zeit. Und ich finde alles, was wir gerade diskutieren über Schulen, Kinderschutz, im Netz, neue Zensurformate, irgendwie berührt diesen Komplex, den man aber jetzt auch politisch leider gar nicht mit einer guten, geschweige denn irgendwie heute Abend hier aufs Papier zu werfenden Generallösung versehen kann. So viel von mir erstmal. Das war kein Schlusswort. Ja, achso, geht. Ich dachte, ich zeige schon mal meine Ehrerbietung und will vielleicht meine Antwort mal damit anfangen, dass ich mit Blick auf Europa erstmal an diese These der zunehmenden Brutalisierung der Gesellschaft überhaupt nicht glaube, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine gigantische Geschichte der Zivilisierung. Ich sage deshalb Europa, weil man das für andere Regionen der Welt vielleicht nochmal anders beschreiben muss. Und in dem Sinn, da wäre ich ganz bei Ihnen, das hatte ich mir tatsächlich noch nicht, auf die Idee kam ich noch nicht mit dem Fernseher und der Mauerschau, aber ich würde mich anschließen, sozusagen, wenn man das mal als Geschichte der Zivilisierung liest, und das halte ich für offenkundig, ich rede jetzt nicht über eine Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, sondern ich rede sozusagen in the long run und ich meine, wir werden ja gerade zugeschüttet mit Dokumentationen aus dem Ersten Weltkrieg, mit dem ich mich bis dahin auch kaum befasst habe. Das ist ja offenkundig, dass das erstmal zum Faschismus sowieso eine grandiose Geschichte der Zivilisierung ist. Und in dem Sinn, das wäre jetzt meine Antwort auf Sie, diese mangelnde Anschauung ja erstmal eine gute Nachricht sein, sich als gute Nachricht interpretieren ließe, sodass man ja sagen würde, umso wichtiger ist dann aber die medial vermittelte Sichtbarmachung dessen, was es in dieser Welt eben auch gibt. Mhm. Und zwar auch in dieser Gesellschaft natürlich, aber auch über die Grenzen hinaus. Ich habe für meine geschätzte Kollegin Anne Ulrich nochmal hier ein Bild rausgesucht aus dem zweiten Teil der Zombie-Serie von George A. Romero. Aus den 70er Jahren, Dawn of the Dead, was wahrscheinlich als die Geburtsstunde des Begriffs Konsum-Zombie gelten kann. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, extrem verlangsamte Konsumenten irren durch Kaufhäuser, eine Metapher auf Konsumterror und Konsum-Zombies. Warum sage ich das jetzt nochmal? In dem Sinn glaube ich sehr wohl, dass diese früher etwas randständigeren Genres Gott sei Dank heute uns ermöglichen, sozusagen bestimmte Kulturdiagnosen deutlicher auszusprechen und sichtbar zu machen. Dann ein Punkt, der mich sehr umtreibt. Ich habe da auch nochmal eins. Tut mir leid, dass das hier alles so unprofessionell durchgeklickt wird, aber hier bin ich schon.
diese Frage mit dem Sehen sollen und Sehen müssen, das finde ich total interessant. Also Christoph Schlingensief würde erstmal sagen, wir sollten sehen. Und wir sollten da sehen, wo wir nicht sehen wollen. Und das ist eine ganz wichtige Figur. Wir sollten da sehen, wo wir nicht sehen wollen, weil wir so nur auf Verletzungen und Ängste, Verletzungen und Ängsten entgegnen können. Das ist die entscheidende Sequenz. Wir hatten bei dem Heft, also man muss sozusagen, es gibt ja zum Beispiel bei so Therapeuten mit Phobien, also man muss sozusagen die Spinne mal auf der Hand gehabt haben. Das ist die Figur und genauso muss man sozusagen seinem Vater, kleiner Scherz, aber ich kann mir nicht verkneifen, seinem Vater bei Star Wars mal ins Gesicht gesehen haben, wenn man mit ihm ein Problem hat. So, und dann gibt es aber diese zweite Figur und das ist das, was bei Tokotronic heißt, wir werden verletzt durch das, was wir sehen. Ich trage zum Beispiel so eine Verletzung in mir, wo ich mir das immer klar mache. Ich habe mit 14 mal von Pasolini den Film Die 120 Tage von Sodom gesehen. Und das ist kein Film, der Spaß machen soll. Das ist kein Film zu irgendwelchen Unterhaltungszwecken. Das spüre ich bis heute. Da sind jetzt viele Jahrzehnte vergangen. Und Dario Argento, aus meiner Sicht eigentlich der interessanteste Horrorfilmemacher ever, hat es ja mit dieser Figur, und das ist schon schwer anzuschauen, obwohl es nur gezeichnet ist, der Augen, die nicht schließt, die sich nicht schließen dürfen, auch auf ein eigenes Bild gebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Man muss zuschauen, also diese Figur in Terror in die Opera, Terror in der Oper muss sehen, weil sie Stecknadeln in den Augen hat und die Augen nicht schließen kann. Und deswegen gebe ich Ihnen völlig recht, das ist natürlich das drastischste Bild für Gewalt, die Augen, die sich nicht mehr schließen dürfen, die sehen müssen. Ja? Und in dem Sinn könnte man natürlich, um nochmal, obwohl ich überhaupt keinen obwohl Adorno mir überhaupt nicht sympathisch ist in seiner populärkulturellen Diagnose, aber wenn das Bild stimmen sollte, dass wir sozusagen in der Mediengesellschaft die Augen nicht mehr schließen können oder nicht mehr schließen dürfen, dann wäre das natürlich keine emanzipative Form von Drastik, sondern eine, die eher zu Affirmation und Vervielfältigung von Gewalterfahrungen zielt. Und das wäre wahrscheinlich auch die große Kunst oder der Beitrag der Kunst, sozusagen zu zeigen, aber dann, jetzt bleibe ich bei Schlingensief, die Schwarzblende auch wieder zuzulassen. Also auch sozusagen die Augen auch wieder schließen zu können und zum Gegenschlag ausholen zu dürfen. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Abfolge bei drastischen Bildgebungen. Ja. Okay, ich glaube, wir sind auch eigentlich schon so weit am Ende, dass ihr eigentlich noch sowas wie ein Schlusswort habt, wenn ihr wollt. Und ich würde euch aber bitten, dieses Schlusswort mit einem drastischen Kulturtipp abzuschließen, einem progressiven, drastischen Kunstwerk, einem Film, einem Musikstück, das vielleicht viele Leute noch nicht kennen und das wir uns aber zu Gemüte führen sollten. Bevor ihr das macht, habe ich noch ein paar Ansagen und den Werbeblock. Also wenn ich hoffe, dass Ihnen der Abend gefallen hat, dass Sie etwas über Drastik, über das Phänomen gelernt haben. Wenn Sie neugierig geworden sind und weiterlesen möchten, gibt es unter anderem diese fantastische Zeitschrift Polar, die im gut sortierten Zeitschriftenhandel noch erhältlich ist. Ich kann Ihnen auch wirklich sehr empfehlen, das Buch von Dietmar Dart, Die salzweißen Augen, 14 Briefe über Drastik und Deutlichkeit. Und es gibt am 24. Mai in den Sophiensälen eine Veranstaltung, die heißt Heavy, ein Abend zur Drastik in Gesellschaft und Kunst. Am Samstag, den 24. Mai um 19.30 Uhr in den Sophiensälen. Der Eintritt ist frei. Und
Wenn ihr jetzt gleich euer Schlusswort gemacht habt, dann möchte ich Sie alle noch einladen, mit uns noch ein Glas Wein zu trinken und eine Brezel zu essen und noch ein bisschen weiter über unsere liebsten Zombie-Filme zu diskutieren. Martin, mach du den Anfang. Ich empfehle dieses Heft, das ist natürlich jetzt ein bisschen billig, aber und zwar auch noch aus einem Grund, der Sie jetzt vielleicht gar nicht überraschen wird. Wir haben nichts geklärt heute Abend, ja? Gar nichts. Sondern wir haben nur, glaube ich, gesehen, dass tatsächlich eine Reihe von, und ein paar Leute haben es ja auch angesprochen, ganz heterogenen Phänomenen irgendwas anzapfen, was wir Drastik nennen. Das heißt, die Stärke von Bildern, Darstellungen, Metaphern, manchmal auch Worten, die einen nicht kalt lassen. Daraus folgt noch gar nichts darüber, leider, ob das gut, schlecht, immer gefährlich, immer nützlich, immer emanzipatorisch, kritisch oder sonst was ist. Leider gar nichts. Weil es könnte nur sein, dass die Drastik genauso komplex ist wie die Welt, in der sie dann stattfindet und genauso funktionalisierbar wie alle möglichen anderen Sachen aus. Und wenn es irgend sowas gibt für mich wie eine Frage nach der Ethik oder der Politik der Drastik, so haben wir ja vorhin auch mal diskutiert und immerhin ist ja auch der Rahmen, in dem wir hier diskutieren, einer, der politisch ist, hängt das, glaube ich, damit zusammen, dass es nicht vorentschieden ist. Weder kann die Politik die Drastik der Gesellschaft austreiben, noch kann sie die Drastik reiten oder so als ihr Medium zur Befreiung nutzen. Dazu ist sie nämlich dann auch wieder zu stark. Und in dem Heft, das werden Sie sehen, wenn Sie es lesen, kommt das vor. Da sind sich keine zwei Autorinnen, keine drei Autoren einig darüber, wer die Drastik zu was benutzen kann. Und das ist für mich eine wahre Lektion. Und zwar ohne Koketterie, dass es ziemlich kompliziert ist. Peter. Stefan. Noch weitere Tipps zum Nacharbeiten? Ja, hier. Argento. Ja? Naja, ich weiß nicht. Also ich war auf die Frage nicht vorbereitet und das ist... Also in diesem Buch, in der Polar und auch in dem Buch von Dietmar Dart gibt es natürlich zahlreiche Hinweise. Ich würde jetzt mal so sagen, für Anfänger in diesem Thema könnte man sich jetzt, wenn man mal eine etwas spielerische, tatsächlich fiktionale Interesse für drastische Zeitdiagnose, wenn man sich das mal angucken will, würde ich schon sagen, dass es nicht uninteressant ist, sich zum Beispiel mal so frühere Bearbeitungen des Zombie, der Figur des Zombies anzuschauen. Zum Beispiel die ersten drei George A. Romero-Filme, die wahrscheinlich hier den meisten oder vielen bekannt sind. Oder aber einen Film, der erstmal gar nicht so drastisch daherkommt, eine der interessantesten Bearbeitung der Figur des Zombies auch als zeitdiagnostische Figur ist, nämlich den Film Carnival of Souls von Herc Harvey, auch aus den 60er Jahren. So. Und wenn man mal jetzt wirklich über Grenzen des Zumutbaren im aktuellen Kino redet, dann würde ich zum Beispiel empfehlen, mal den neuen Film von Steve McQueen, 12 Years a Slave, zu schauen, von wegen, und wer hält da was eigentlich aus. Vielleicht nochmal neben dem Tarantino Django Unchained. Letztes Satz zu Tarantino. Der Vorwurf an Tarantino ist ja, dass er zu ironisch sei, um wirklich Präsenz, das sagt Dietmar Dart, das sagt der Melle bei uns und so, um wirklich so eine Präsenz des Drastischen zu erzeugen. Das sei also zu referenziell, zu ironisch. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde diese Ironie, die uns da beigegeben wird, die ist eigentlich fast notwendig, um sozusagen mit dem politischen Anteil der Drastik leben zu können, den es bei Tarantino immer gibt, ob der feministisch eher funktioniert wie bei Kill Bill oder dem Nachfolgewerk. Ich komme nicht drauf. Mit den Frauen und dem Auto. Genau, Stuntman Mike. Genau, ob der eher sich auf die Rassenfrage bezieht wie bei Jackie Brown oder Django Unchained. Egal, das ist politisch interessanter, als man in Unkenntnis dieser Filme oder weil man sie nicht mag
gerne weiterhin behaupten darf. Okay. Vielen Dank für den interessanten Abend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martin Saar, bei Peter Sille und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke.